Jetzt denk ich, ich guck Star Trek, ich bin so ein kleiner Trekkie. Huch! Huch! Oh, Tinky, was war das? Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Heute zeigen wir euch Geschenketipps für den Freund für Weihnachten. Aber bevor wir euch sagen, was ihr eurem Liebsten schenken könnt oder irgendeiner männlichen Person, erkläre ich euch etwas, denn das Video gehört zur Magnolia Adventskalender Aktion. Dieses Video ist das zweite Türchen vom Magnolia Adventskalender und mit dem verbunden ist ein Gewinnspiel. Ein richtig dickes, fettes Gewinnspiel, weil es ist ja Weihnachten. Deswegen gibt es auch drei glückliche Gewinner dieses Mal und nicht nur einen. Und drei von euch können einen 500-Euro-Gutschein von ASOS gewinnen. Ich meine, hallo, da haben sich die Magnolia-Engelchen diesmal nicht lumpen lassen. Was müsst ihr dafür tun? In der Adventszeit gibt es jeden Tag ein Video von einer Magnolie und in jedem Video ist ein Wort versteckt. In der Reihenfolge von den Videos ergeben diese Wörter einen weihnachtlichen Reim. Den schickt ihr an die bekannte E-Mail-Adresse von Magnolia. Auf der Website magnolianetz.de findet ihr alle Videos nochmal in Form eines Adventskalenders aufgelistet. Aber wirklich alle Gewinnspielinformationen findet ihr nochmal in der Infobox detailliert. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit diesem Video. Und dann könnt ihr mit ein bisschen Glück einen dieser drei 500-Euro-Gutscheine gewinnen. Deswegen macht zahlreich mit und sucht das Wort in meinem Video. Tipp Nummer 1 ist für den Zockerkönig, wenn ihr nämlich das gleiche Schicksal teilt wie ich, ja, dann ist ein Computerspiel oder ein Xbox-Spiel oder ein Nintendo DS-Spiel oder ein, was gibt's noch? PlayStation-Spiel, genau das Richtige. Und weil er einfach besser weiß, was im Moment angesagt ist, sagt er euch jetzt seine Tipps. Halt, stopp! Assassin's Creed, das neue, wie heißt das? Black Flag. Black Flag, ja. Links dazu mache ich euch in die Infobox. Da könnt ihr dann direkt gucken, was ich meine. So, und was ist sonst noch angesagt? Das neue Call of Duty, Ghosts. Also neben Assassin's Creed Black Flag gibt es auch ein neues Call of Duty, das heißt Ghosts. Und dann gibt es noch ein neues Batman-Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber das ist doch nicht so gut, da es nicht viele neue Features gibt, die es nicht schon in Batman Arkham City gab. Okay, gut, das sind ja mal schon drei Tipps und die Spiele liegen so bei wie viel Euro? 50? Ja, 50 bis 60 Euro. Ja, das ist also schon was für das größere Geschenk. Und ein kleines Geschenk zeige ich euch jetzt. So, passt auf. Also ein kleines Paket, was man immer schenken kann, ist das Du bist bei mir willkommen Paket. Und ich habe ein paar kleine Dinge hier in diese Brottüte gepackt. Ihr könnt das natürlich schöner einpacken, aber schenkt ihm irgendwas, womit er sich bei euch zu Hause fühlt. Ne? Weil wenn man etwas länger zusammen ist, dann übernachtet man ja auch beieinander. Dann braucht man eine Zahnbürste. Eine kleine Zahnpasta. Und ein Deo. Der Sven benutzt das hier von Playboy. So. Und dieses Tütchen hat der Sven, glaube ich, auch im ersten Jahr, vor 6 Jahren, nur, dass ich nur Pröbchen bekommen habe, die alle nur 30 Cent gekostet haben, maximal. Die kosten 50 Cent, ja. Die kosten 50 Cent in der Drogerie. Genau, ihr könnt nämlich aus diesen Pröbchen in der Drogerie, könnt ihr genau so ein Set zusammenstellen. Ihr könnt ja so einen kleinen Kosmetikbeutel machen, wo dann... Oder ihr könnt eurem Freund einfach eine Katze schenken. Nein, einen Kosmetikbeutel machen, wo ihr eben diese Essentials für den Mann reinmacht, damit der, wenn er bei euch übernachtet, es schön hat. So, und wenn er dann bei euch übernachtet, ein Kissen. Er hier klaut mir immer Kissen. Ich glaube, er hat 6 Kissen zum Schlafen und ich habe 1. Und deswegen, schöne Kissen kriegt ihr bei Ikea, kriegt ihr bei H&M Home oder bei allen... Ich finde die Ikea-Kissen sehr gut. Ich bin nicht nur ein Fan von dieser Katze, nein, ich bin auch ein Fan von diesen Sets. Also die Sets, wo man irgendwas zusammenstellt, was man in einen schönen Karton packen kann. Und deswegen gibt es das Filmeset. Was ist im Filmeset enthalten? Im Filmeset sind natürlich Filme enthalten. Ich habe jetzt mal beispielsweise Transformers 3 und Wolverine Origins geholt. Das sind halt so Männerfilme. Also ihr könnt entweder einen Film holen, weil eine DVD ist auch nicht sonderlich teuer. Die ist ja so im Bereich von 10
bis 15 Euro. Serien sind auch immer gut für diese Filmetüte. Ich würde euch Supernatural empfehlen oder Breaking Bad oder was guckst du noch? The Walking Dead. Ja. Und dann gibt es natürlich noch das Beiwerk dazu, was ein leckeres Erfrischungsgetränk sein kann. Und die Chips, die man während des DVD-Abends dann isst. Die vorher schon mal von der Freundin probiert wurden. Ja? Also man muss ja gucken, was man dem Freund auch schenkt, ob das auch schmeckt. Ja? Also könnt ihr da ruhig mal reingreifen und mal probieren, was das so ist. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und deswegen könnt ihr dem Freund etwas schenken, um gemeinsam zu kochen. Zum Beispiel Kochbücher. Einmal habe ich hier dieses Rezepte für zwei. Das gibt es echt günstig bei Butlers. Oder dieses Kochbuch habe ich auch irgendwo gefunden in so einem der Einrichtungsläden. Das ist Steak und Co., also richtiges Männeressen. Und ihr könnt entweder wahlweise die Zutaten oder die Gewürze zu einem bestimmten Rezept schon dazu schenken oder das Equipment. Oder einen Gutschein bei Lieferheld. Ja, oder einen Gutschein bei Lieferheld, da schmeckt es nämlich auf jeden Fall. Aber ich meine das Equipment, also ein richtig gutes Messer, das hier ist kein richtig gutes Messer, aber es ist stellvertretend für ein richtig gutes Messer. Oder, wie gesagt, die Gewürze, die Zutaten, whatever. Macht schöne kleine Pakete, man kann das dann so zusammenschenken. Und im Normalfall freut sich der Freund auch. Zumindest tut der Sven immer so, als würde er sich über sowas freuen, wenn ich ihm das schenke. Das hier ist nämlich sein Buch. Habe ich ihm letztes Jahr geschenkt. Noch nie benutzt. Der letzte Tipp, den ich euch gebe, ist ein kleines Sparschwein für einen gemeinsamen Traum. Da könnt ihr dann schon mal den ersten Anteil zu reinmachen. Sei es eine gemeinsame Reise oder vielleicht spart euer Freund auf ein Auto oder er spart auf die neue Xbox oder whatever. Ist das für die Xbox? Das ist das Schwein für die Xbox. Ja. Und da könnt ihr dann das schon mal reinmachen und ihr könnt auch dann wieder was dazu packen, wenn ihr für eine Reise spart, dann den Reiseführer für das Land oder bei der Xbox vielleicht das erste Spiel oder... Ohne dass die Xbox schon da ist, das ist natürlich eine sehr gute Idee, zuerst das Spiel zu schenken. Ja, damit er sich die ganze Weihnachtszeit die 3 Tage ärgert, weil er das noch nicht spielen kann. Nein, aber so eine kleine Box, dann ist Geld eben schöner verschenkt. Und es gibt im Moment bei Depot solche Sparschweine, da steht dann drauf Benzingeld oder zum Beispiel, wenn ihr eine Fernbeziehung... Genau, wenn ihr eine Fernbeziehung habt, dann könnt ihr dieses Benzingeldschwein kaufen und da einen Anteil dazu tun. Oder ihr könnt ganz super toll einfach Gutschein verschenken, ne? Gutschein, einmal was von Benefit, in Klammern, so ein Kästchen da. Wie gesagt, wenn nichts mehr hilft, könnt ihr auch ein Post-it nehmen und da was draufschreiben. Und dazu möchte ich noch sagen, dass ich das der Nadine bestimmt schon vor 2 Jahren geschenkt habe. Ja. Und sie es immer noch aufgehoben hat. Ja. Also hat das einen emotionalen Wert für sie. Ja. Nur einen kleinen. Weil es ein Post-it ist, da hat er sich richtig viel Mühe gegeben. So einen gekauften Douglas- oder Saturn-Gutschein kann ja jeder. Ja. Ja, aber durch diese Handschrift, da kommt da die persönliche Note rein. Und das weiß der Partner meist zu schätzen. Ja. Also wenn ihr vorher immer so ein bisschen das alles runterspielt, dann ist die Freude über was Kleines auch größer. Musst du selber lachen, ne? Nein. Achtet darauf, dass es was Persönliches ist mit einem Bezug zu der Person, der ihr es schenkt. Und ich hoffe, dass euch unsere Tipps, beziehungsweise meine, gut gefallen haben. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr eurem Freund schenkt, weil ich brauche auch noch, einen Daumen hoch könnt ihr auch geben, aber ich brauche auch noch Inspiration. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und sagen in diesem Sinne, over and out. And out. Schaut auch unbedingt beim gestrigen Adventskalendertürchen der Nummer 1 vorbei von 007 Morgenstern mit ihren gesunden Naschereien. Und morgen im Türchen Nummer 3 erwartet euch Nikis Beauty Channel mit einem DIY. Deswegen macht zahlreich mit beim Magnolia Adventskalender. Wir freuen uns, euch zu beschenken. Und wir sehen uns definitiv auch morgen am 3. Dezember. In diesem Sinne, frohe Adventszeit, over and out.